da kommen wir gerade zu unserem heutigen Gast. Das ist der Martin Bommeli. Er ist YouTuber, hat ganz klar einen Fokus auf Inline-Skating. Aber Martin, stell dich doch gerade mal geschwind vor. Hoi. Sali Boris, zuerst danke vielmals, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen auch, liebe Zuschauer und Zuhörer. Freut mich wirklich sehr, dass ich da sein darf. Ich bin Martin Bommeli. Ich bin ursprünglich aus Witzigen, komme aus dem Zürich-Oberland dementsprechend. Ich bin ganz nah am See aufgewachsen, schön idyllisch. Genau. Genau, bin YouTuber. Ich habe einen YouTube-Channel, der auch meinen Namen hat. Genau, ja. Alright. Und gibt es denn da noch ein bisschen mehr? Bist du noch ein bisschen mehr als einfach nur ein YouTuber? Also ich arbeite noch im Rolling Rock. Mhm. Das ist in Aarau. Es ist ein Sportzentrum. Dort hat es einen Skatepark. Es hat aber auch Trampolin. Es hat einen Bumptrack, es hat Freerunning-Sachen, die man trainieren kann. Es hat Kletterwände, ganz viele verschiedene Sachen, ein Hockeyfeld, genau. Okay. Und noch einen Job, also wo man auch die Sportartikel dann kann, kaufen kann. Genau. Wahrscheinlich, wenn du reinlaufst, kannst du eigentlich nackt reinlaufen und dich dann gerade ausrüsten mit dem richtigen Material. Kannst dann natürlich auch alles mieten, aber ja, genau. Alles klar. Also ja, genau, cool. Dort arbeite ich. Ja. Jetzt erzähl mal, eben Ursprung ist Wetzikon. Bist du dann dort im Oberland aufgewachsen? Hast die Schule dort gemacht und wie ist es dann weitergegangen von dort? Ja, also ich habe die ganz normale Schule gemacht, dann bin ich in die Oberstufe, nicht so etwas Höchstes oder so, also ich habe kein Gymi gemacht oder so. Ich habe auch wirklich in Prüfungen bin ich immer mega schlecht gewesen. Geht mir ähnlich. Also ich bin jetzt nicht dumm oder so, aber es ist wirklich, für das Gymi hat es auch nie gelangt. Ich habe nicht mal Sekundar gemacht, ich habe wirklich, genau. Aber das darf ich auch da ein bisschen erzählen vielleicht, das hat auch noch ein bisschen den Hintergrund, dass dort, wo ich aufgewachsen bin, habe ich sehr viele andere Probleme gehabt. Ja, da müsste ich jetzt zum Rema noch ein bisschen genauer reden. Aber ja, dort hat es wirklich ein paar Problematiken gegeben, wo ich dann mehr den Fokus darauf gesetzt habe als die Schule. Im Nachhinein natürlich blöd, aber es ist gar nicht anders gegangen. Gegen aussen ist es natürlich gar nicht so übergekommen. Also, gegen aussen bin ich ein glückliches Kind gewesen und so. Genau. Okay. Aber von dort komme ich. Dann habe ich eigentlich die ganze Schule gemacht. Und dann, das 10. Schuljahr, habe ich angefangen Richtung Informatik. Genau. Weil das, ich habe hier wirklich so ein bisschen Zukunft, habe ich so in der Informatik gesehen, auch für mich jobmäßig, habe ich wirklich so das Gefühl gehabt, ich will so in die Richtung. Ich habe zwar noch eine Schnupperlehre gemacht Richtung Schriften und Reklamegestalter, hat das glaube ich geheißen. Ja. Also es ist eigentlich mehr so Autos bekleben und so Zeug. Genau, dort habe ich auch eine Schnupperlehre dann, glaub, gemacht und so. Aber schlussendlich habe ich dann das 10. Schuljahr angefangen Richtung Informatik. Und dort ist eben sehr privat sehr viel also Seich passiert, sage ich jetzt mal. Es sind Leute gestorben und so. Also recht üble Geschichten und so. Okay. Und ich hatte dann sehr schwere Depressionen gehabt, bis Suizid war und so. Also wirklich ganz, ganz grob. Und habe dann wirklich in die Psychiatrie müssen. Also es ist wirklich nicht ganz so eine schöne Story. Und das hat dann dazu geführt, dass ich das 10. Jahr, das Schuljahr haben müssen abbrechen. Genau. Aber das ist so ein bisschen ein ganz grosser Wendepunkt in meinem Leben gewesen, wo ich dort in der Psychiatrie gewesen bin und wirklich den Fokus auf mich gelegt habe und mir überlegt habe, was will ich in Zukunft machen. Und für mich ist dann eben so dort recht klar geworden, dass ich möchte Richtung Informatik gehen möchte, weil auch mein einer Bruder Informatik-Bude gehabt hat oder immer noch hat wahrscheinlich. Ich weiss nicht genau, aber ja. Kommen wir vielleicht auch noch schnell dazu dann später. Auf jeden Fall habe ich dann dort den Einstieg machen in die Informatik. Dazumal Flash, also Action Script, ist das gewesen. Genau, so bin ich dann quasi in die Informatik gekommen. Also ohne Ausbildung oder so
habe ich eigentlich dann direkt angefangen zu arbeiten. Genau. Also hast du dir den Fall selber beigebracht, das Action Script? Das ist Learning by Doing, ein totaler Quereinsteiger. Ja, also ich weiss noch, dass mir eben der Bruder dort mal Flash installiert hat und so und mir ein bisschen die Animationssachen gezeigt hat. Oder? Und ich bin dann aber relativ schnell sehr gut gewesen und bin schon so ein bisschen angestoßen. Und dann hat er mir so die Basic Actions gezeigt. So, das ist so Stopp. Go-To-Frame sowieso. Also wirklich so ganz einfache Befehl. Und ja, nachher hat sich... Du bist hooked gewesen und dann hast du... Ja, nachher, was? Okay. Was gibt es denn sonst noch für einen Befehl und so? Und dann ist es natürlich immer mehr gewachsen und ich bin viel tiefer reingekommen und plötzlich halt viel besser gewesen wie der Bruder. Und ja, dann habe ich halt eben für ihn dann auch geschafft. Am Anfang wirklich viel Flash-Projekte gemacht. Und so. Okay, sehr cool. Das ist ein spannender Weg, oder? Also vor allem auch eben, wenn man es am Anfang vielleicht nicht ganz so einfach gehabt hat, aber dass man nachher dann gleich sich auf sich selber wieder fokussieren kann. Ich glaube, das passiert immer wieder. Das passiert auch mir, dass man sich zwischendurch mal ein bisschen verliert und dass man muss sich Zeit nehmen muss, sich auf sich selber konzentrieren. Und dann ist es losgegangen bei dir mit Frontend Engineering. Also das heisst, du hast... Wenn wir ein bisschen recherchieren. Und nochmal, mit recherchieren meine ich, ich habe gegoogelt. Ja, bei mir braucht es sehr viel und dann findest du auch fast alles raus. Und habe die einzelnen Plattformen bin ich mal ein bisschen durchgegangen und habe dann gesehen, dass du nicht nur eine, sondern mehrere Sachen gegründet hast. Erzähl mal ein bisschen, was ist denn nachher passiert, nachdem du dort gearbeitet hast bei deinem Bruder? Wie ist das weitergegangen? Also eben, beim Bruder habe ich, als ich angefangen habe, habe ich wirklich hauptsächlich Flash und ActionScript gemacht und so. Aber es ist dann relativ schnell schon klar geworden, dass ein Flash schon bald mal stirbt und so. Und dann ist ja dann auch irgendwann die Zeit gekommen, wo dann das iPhone gekommen ist. Ja. Und das ist so der Gamechanger wirklich bei mir auch im Kopf gewesen, wo ich gedacht habe, warte mal, wenn die das auch abkapseln, kein Flash mehr unterstützen, das Plugin nicht mehr unterstützen, oder? Dann muss ich schon schauen, wie komme ich führe. Und das war aber gerade so in der Zeit, gewesen, wo ich nachher dann meine eigene Firma alleine, die Heina, gegründet habe. Da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr lang habe ich von die Heina aus geschafft und habe einfach für Agenturen habe ich ausgeholfen. Also, ich glaube, Maxumedia als Beispiel, oder? Sind wieder ein paar krank gewesen, oder? Dann haben sie halt das Telefon in die Hand genommen. Du, am Montag sollten wir die Website fertig haben und so. Kannst du etwas machen und so? Und dann habe ich halt wieder ein Wochenende durchprogrammiert und habe das abgeliefert. Okay. Und so habe ich mich gut über Wasser gehalten. Also ist wirklich sehr gut gelaufen eigentlich. Die Firma hat wie geheißen? Wie habe ich die genannt? Das ist schon lange her. Ich glaube einfach irgendwie... Ja, das ist schon ewig. Irgendetwas mit meinem Namen auf jeden Fall. Irgendwie Bummeli. Irgendetwas mit Bummeli. Ich weiß nicht mehr. Das ist wirklich viel zu lange her. Aber in dieser Zeit habe ich auch mit ein paar Leuten, auch Junge, kennengelernt, mit denen ich quasi indirekt immer schon ein bisschen geschafft habe. Habe aber von diesen Personen wie nichts gewusst. Und durch einen, den ich lustigerweise durch den Tanapalan, wo ich schon in der Oberstufe zusammen war, also in der gleichen Klasse war. Durch ihn habe ich eigentlich dann die Leute alle kennengelernt und mit denen zusammen habe ich dann die Feinheit gegründet. Genau. Die Feinheit war was genau? Ja, die Feinheit war eine Agentur, wo wir wirklich alles gemacht haben. Also wir haben, einer hat quasi kommen und sagen, ich brauche alles. Ich brauche Logo, ich brauche Print, ich brauche alles. Also ihr habt alle Disziplinen alles abdeckt. Du bist der Programmierer gewesen, aber ihr habt einen Grafiker gehabt, ihr habt einen Grafikdesigner gehabt, genau. Alles. Okay. Ja. Also wir sind fünf Leute sind wir dann gewesen am Anfang. Ja. Und ja, jeder hat so ein bisschen seine Disziplin gehabt. Eben die einen sind CMS-Programmierer gewesen. Ich habe eben mehr Frontend gemacht und so. Und das war auch wirklich so ein bisschen der Change gewesen. Dort habe ich immer noch ein bisschen Flash gemacht. Aber dort bin ich schon langsam Richtung HTML, CSS gegangen. Dann habe ich eben da, ich glaube, ein bisschen mehr, ja, zwischen 2 und 3 Jahren habe ich das, die ganze Firma aufgebaut und so. Dann hat sich privat hat sich auch wieder viel verändert und so. Und ich bin irgendwann dann wirklich zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich die Führungsposition in dem Sinn auch nicht so gut kann und so. Ich bin wirklich der Schaffer, der Macher. Ja. Ja, ich bin voll der Macher und ich bin nicht unbedingt so der Leader, sage ich jetzt mal, unbedingt. Ja. Und der Boss schon gar nicht. Also wenn dann noch einer Leader, also Boss bin ich wirklich gar nicht. Aber
ja, dort hat es auch mit den Überstunden und alles, einfach die Energie, die man braucht hat, um das Ganze aufzubauen und so, ist auch wirklich alles sehr viel geworden und so weiter. Dann habe ich noch mit dem einen, den ich ja zusammen geschafft habe, habe ich auch noch zusammen eine WG gehabt und dann hast du irgendwie, teilweise hast du gar keinen Abstand mehr können gewinnen. Und dann habe ich auch noch, also bin ich dann auf Zürich gezogen, wo ich die Firma hatte. Dann ist noch bei mir zu Hause eingebrochen worden und das war auch noch so ein bisschen, alles so ein bisschen komisch gewesen. Und auf jeden Fall habe ich dann irgendwie, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich wieder gesagt habe, eigentlich möchte ich mich wieder anstellen lassen, möchte meinen, bös gesagt, 9-to-5-Job, was ich nie hatte, aber man sagt es ja gleich, ja, möchte eigentlich wieder eine Anstellung haben. Ja. Und so. Und dann bin ich zu der Divio gegangen, auch ganz ein junges Team, habe auch schon ein paar Leute gekannt, die dort geschafft haben, von Elternprojekten und so. Auch der eine Chef, mit dem habe ich mal in der Cable, da hat er noch in der Cablecom geschafft, habe ich mit ihm ein Projekt zusammen gehabt und über das habe ich den zum Beispiel kennengelernt. Es ist viel so Vitamin B. Und dann, wie soll das so ist? Ja, es ist ja normal, ja. Vor allem mit diesem Business. Das kann man an dieser Stelle sagen, oder? In diesem Business bin ich nie gefragt worden, hast du irgendeinen Abschluss, hast du irgendeine Ausbildung oder irgendetwas? Es hat einfach gezählt, was ich können kann. Und das habe ich mir über die Jahre halt angeeignet. Ja, mit viel Eigendisziplin und vielen Stunden, die du investiert hast. Ja, oder klar. Mit Interesse. Ich kann halt wirklich. Aber das, im Nachhinein hat es auch wirklich viel mit der Depressionsgeschichte zu tun, dass ich mit Arbeit sehr gut Sachen kann überdecken kann. Also wenn ich viel geschafft habe, ist halt die Depression wie hinterher gefallen. Und sobald ich Ferien hatte, ist wieder alles vorgekommen. Oder? Okay. Und die Arbeit war immer so etwas, wo ich das gut konnte überdecken konnte. Jetzt im Nachhinein. Da habe ich es nicht so krass gemerkt. Aber wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, ist es halt wirklich so vieles überdecken. Und bei der Divio ist dann wirklich so der richtige Change gekommen auf HTML, CSS, JavaScript. Also, dort hatte ich noch ganz, ganz wenige kleine Flash-Projekte, die es vielleicht auch noch von früher hatten und so. Aber sonst habe ich wirklich nur noch HTML, CSS und bin dann auch richtig SEO gegangen. Also sehr viele Suchmaschinenoptimierungsgeschichten und so. Genau. Und du bist weitergegangen in deinem Leben, da kommen wir aber noch dazu. Ich möchte aber noch mal ein bisschen retour gehen, ja, und zwar jetzt ein bisschen auf die privatere Schiene, nicht auf die berufliche. Ja, ich habe... Ich bin mir gar nicht sicher, wo ich es gesehen habe, aber ich habe ein Bild von 2009 gesehen und eins von 2019. Dort hast du den gleichen Pulli an, den gleichen Skates, einmal an den Füßen, einmal stehen sie hinter dir. Das ist die 10-Year-Challenge, die da umgegangen ist, Anfang des Jahres. Aber wenn man auch ein bisschen weiter zurückgeht, sieht man, dass du ein wahnsinnig Inline-Skater bist, dass du total vernallt bist in diesem Sport. Wann hat das angefangen? Ich glaube, so mit 12 oder so, würde ich jetzt mal beschätzen. Also, jetzt bin ich 33 zur Aufzeichnung von diesem Podcast. ich würde jetzt sagen, es ist etwa mit 12 jetzt so etwa angefangen, wo da in Dürnten Halle aufgegangen ist. Und dann weiss ich noch, eben als Kind bist du dort angegangen und dann hat es schon ein paar gehabt, die etwas Gutes haben können. Und dann habe ich gedacht, ja, das will ich auch können. Okay. Und dann habe ich das mir beigebracht. Nein. Also auch teilweise noch mit dem Bruder, der hat das auch ein bisschen, ist das auch gefahren und so. Und dann bin ich immer weiter und weiter gekommen und irgendwann ist es sogar so weit gewesen, dass ich dann dort Trainer gewesen bin. Okay. In Dürnten. Okay. Also das war auch freiwillige Arbeit gewesen, das war auch eine mega lässige Zeit gewesen. Ja. Eben bis ich dann auf Zürich gezogen bin und so weiter, dort habe ich dann nicht mehr keine Zeit mehr gehabt und so. Ja. Also eben auch mit der Agentur. Genau, ja. Das wirklich. Aber das hat dein Leben in dem Fall immer schon ein bisschen geprägt, das Inlineskaten. Was gibt dir das denn? Also wenn du jetzt sagst, weißt, ich selber auch früher auch, ich bin Inlineskater gewesen, ich habe es geliebt, ich habe wirklich habe immer meine Schuhe up-to-date gehalten, habe die neuesten Kugellager drin gehabt, wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Ich bin dann nicht der Freestyler gewesen, ich bin mehr der gewesen, der gerne schnell gefahren ist oder herausfordernde Strecke gefahren ist, also ein bisschen so. Oder auch lange Distanzen, zwar nicht im Speed, aber einfach ein bisschen so. Und was hat das dir gegeben und was hat es mit dir gemacht und woran hat es dich dann am Ende auch gebracht, das Inlineskaten, wenn man jetzt so ein bisschen... Ja, also gerade zu der Arbeit, wo ich nachher ins Arbeitsleben gekommen bin, ist es natürlich ein extremer Ausgleich gewesen, oder? Wo ich auch wirklich gebraucht habe, um auch wieder oben runterzukommen, um auch Stress abzubauen. Das war für mich extrem wichtig gewesen, auch wenn man es vielleicht
nicht gerade direkt so wahrnimmt oder nicht extra machen. Aber es ist halt wirklich ja, es ist ein mega guter Ausgleich gewesen. Und es ist einfach etwas, das mein ganzes Leben eigentlich so begleitet, wo, ja, wo für mich einfach wirklich immer wichtiger geworden ist, dass ja, die Work-Life-Balance, oder, dass das Leben doch noch ein bisschen höher gekommen ist als Work. Oder? Mhm. Das ist wirklich immer ein bisschen wichtig gewesen, dass ich mit dem Inline immer ein bisschen mehr Gas geben konnte. So. Es ist immer so ein bisschen Auf und Ab, aber es ist wirklich etwas, was mich begleitet hat und sehr wichtig ist in meinem Leben ja der Sport. Und es ist auch der einzige Sport, den ich wirklich gerne mache. Okay. Und ja, ich mache aber schon hauptsächlich den Freestyle Bereich. Jetzt aufs Alter kommt langsam das mit den Strecken fahren und so. Oder? Mhm. Aber ja, sonst ist es schon immer noch der Freestyle-Bereich, ja, wo mich anzieht. Genau. Und du fährst heute noch Inline-Skates? Genau. Freestyle? Also, genau. Also ja. Mit 33? Wie? Mit 33? Mit 33, ja. Ja, geht gut. Also es gibt Sachen, wo ich natürlich jetzt viel mehr Respekt habe, ja, wie als Kind. Oder? Da hast du einfach alles gemacht. Knochen brechen schneller, oder? Ja. Jemals einen Unfall gehabt? Ja, ja, klar. Finger gebrochen und ja, ja, schon ein paar Sachen. Das haltet einen aber gleich nicht ab davon, oder? Nein, das gibt einem so viel von dem her. Genau. Sehr schön. Und woher hat dich das jetzt gebracht, das Inline-Skate? Also, aktuell ist es so, dass ich eben so ein bisschen mehr Strecken fahre auch jetzt. Mhm. Aber ganz wichtig, in dem Job, den ich ja jetzt mache, das ist ja nicht mehr die Informatik, kommen wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen drauf zu, aber dort gebe ich auch Unterricht. Also ich tue halt Inlineskate unterrichten an Kindern, an Erwachsenen, an kleinen Kindern mit den Erwachsenen, also so Mucki-Facki haben wir auch und so, okay, das ist noch lässig. Ja, dort hat es mich jetzt eigentlich angeführt, ja, also dass eigentlich das Hobby auch wieder so zum Job geworden ist. Was übrigens eben vorher auch bei der Programmierung so war, oder? Das war ja mein Hobby und dann ist es zum Job geworden. Und jetzt kommt das Inline, jetzt ist wirklich so der Zeitpunkt. Darfst du gerade ein bisschen ausführen? Also darfst du gerade den Anhänger, der gesagt hat, kommen wir gerade dazu. Also. Wie hat das funktioniert? Ich meine, du hast ja dann eben, ich glaube, du hast eben mehrere Firmen gegründet, du hast dich wieder anstellen lassen, dann bist du da, dann hast du den Job gewechselt, hast wieder etwas Eigenes gemacht. Und dann irgendwann ist das Gefühl, was ist denn passiert? Ja, ich bin bei der letzten Bude bin ich dann, ich glaube, etwa 5 Jahre gewesen. Und das war auch in der Informatik eben, Webseiten bauen am Stück. Wir haben ein eigenes CMS gebaut und so. Das habe ich auch bei Divio mitentwickelt an einem CMS. Aber dort habe ich wirklich recht viel Neues eingebaut und immer Vollgas gegeben. Und die grosse Wendung ist eigentlich mit 30 gekommen. Ist genau auch wieder familiäres Zeug gekommen und so. Und ja, im Nachhinein, also noch jetzt 3 Jahre später, würde ich sagen, es ist so richtig Burnout gegangen, plus eben die Krankheit, also die Depression, die wieder extrem vorgekommen ist, die hat mich wieder zum Besinnen oder zum Überlegen gebracht, wollte ich mein Leben wirklich in dem in der Informatik beibehalten, wollte ich dort bleiben. Dort sind wirklich ganz viele Fragen aufgekommen. Und dann die ganze Therapie, oder? Also ich bin immer noch in Therapie nebenbei. Aber dort ist wirklich sehr viel auch mit mir passiert, wo ich dann auch wirklich den ganzen Abstand gebraucht habe. Und also nicht nur zu der Informatik, sondern auch zu der Familie. Und dann habe ich mich entschlossen, in Aargau zu ziehen, weil ich eben den Kontakt habe zum Rolling Rock, wo ich ja jetzt eben arbeite. Und die mir die Möglichkeit gegeben haben, dass ich eben dort ein bisschen arbeiten könnte. Auch wenn es komplett nichts mit Informatik zu tun hat. Genau. Und sie haben mir das quasi dann angeboten, dass ich eben dort arbeiten darf. Und so bin ich eigentlich dort ist quasi so der Move passiert von der Informatik in den Freizeitbereich in dem Sinne. Und jetzt, was beinhaltet deine Aufgabe dort? Also eins wissen wir schon, oder? Kurs geben, genau. Also Inline-Kurs geben, ich tue noch ein bisschen Klettern, also so sichern und so. Aber neben dem hat es eben noch einen Job. Das heisst, im Shop tue ich Sportartikel verkaufen. Also wir haben ja alles so Freestyle-Geräte, also Scooter, Skateboard und so weiter. Also dort arbeite ich. Dann mache ich ein bisschen Online-Marketing-Sachen.
eben immer dort, wo es mich braucht. Genau. Okay. Dann tun ich auch Abenddienst machen. Das geht darum, dass du den Eintritt kassierst, dann machst du ein bisschen Essen. Also es ist wirklich völlig Allrounder. Und das gefällt mir auch, oder? Ja. Du hast extrem viel Abwechslung. Ja, es macht einfach wirklich Spass. Es ist kein gut bezahlter Job. Das muss man, also das ist, glaube ich, auch für jeden klar, oder? Aber es ist wirklich ein Herzensjob, ja. Okay. Wo genau das ist, wo mir aktuell einfach mega gut tut. Ich schließe auch nicht aus, dass ich nicht mit Informatik gehe. Ja. Also ich habe vor einem Jahr etwa, habe ich noch ein Online-Marketing-Diploma gemacht. Okay. Einfach, weil ich so das Gefühl hatte, okay, so in Zukunft kann es sein, dass ich einfach noch ein bisschen mehr in diese Richtung will gehen. Content Creation, Marketing, so diese Schiene, aber nicht mehr Programmierung. Habe ich auch nicht mehr so Lust. Ja, ist jetzt, du, das ist wunderbar, wie du mir jetzt gerade die Vorlage gibst. Oder? Also es ist so ein bisschen Content Creation. Da kommen wir eigentlich auch zu dem Punkt, wie ich dich jetzt angekündigt habe, oder? Als YouTuber. Ja, genau. Also du bist einer von denen, der sehr aktiv ist auf YouTube. Du produzierst sehr viele Videos, so wie ich jetzt auch gesehen habe. Ich habe ein paar von dir mitbekommen. Jetzt aber natürlich in den Vorbereitungen von dem Gespräch auch ein bisschen schauen, was du sonst noch so alles machst. Ja, so aber erklär doch mal noch unseren Hörern, was machst du genau für YouTube-Videos? Was zeigst du dort? Okay, also ich tue noch ein bisschen zurückspulen. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Und zwar ist es so ein bisschen darum gegangen, dass Leute mir gesagt haben, zum Beispiel ein Skateboarder hat zu mir gesagt, hey, musst du mal in den Skatepark gehen, der ist mega cool. Und dann gehe ich mit den Inlines dort hin, ich bin schon ein bisschen besser, würde ich sagen. Und dann schaue ich die Elemente an und frage mich halt so, okay, was soll ich jetzt als Inliner da machen? Und was sollte jetzt ein BMXler da machen? Gar nichts, oder? Und dann bin ich so auf die Idee gekommen, eigentlich könnte ich die Parks filmen, abfilmen, also die Elemente auch abfilmen. Und zwar wirklich eins zu eins, wie es ist. Also nicht aus der besten Perspektive mit einem Weitwinkel, dass es mega geil aussieht, sondern wirklich eins zu eins von dieser Höhe, wie man steht, wie man das Element sieht, einfach wie es ist, oder? Und ja, so hat's eigentlich, ist quasi mein YouTube-Channel entstanden. Ich habe eigentlich angefangen, in der ganzen Schweiz in all die Parks zu fahren und die abzufilmen. Und das ist bis heute eigentlich ein grosser Teil von meinem Channel. Also es ist nicht nur das, da komme ich nachher noch drauf zu. Aber das ist so der Startpunkt gewesen, wieso ich eigentlich YouTube angefangen habe. Es ist darum gegangen, die Parks, wir haben wirklich viel lässige Parks, die jetzt zeigen, auch die schlechten Parks zeigen. Genau, dort haben sich dann auch ein bisschen Kooperationen ergeben, also zum Beispiel mit skateparkguide.ch, das ist so eine Website, wo du kannst drauf gehen und siehst alle Skateparks in einem Verzeichnis. Okay. Genau, so ist das so ein bisschen entstanden, habe ich angefangen, die YouTube-Videos zu machen. Es ist bis jetzt eben ein grosser Bestandteil. Ich investiere einen Tag in der Woche für den Channel. Das heisst, ich plane zuerst, welche Parks das ich an diesem Tag abfahren gehe. Viele denken auch, wenn ich jetzt an einem Mittwoch meinen Upload-Tag habe, habe ich das am Mittwoch gemacht. Aber im Normalfall gehe ich an einem Donnerstag filmen, mache meistens 4 Parks. An einem Tag? Genau. Das ist ja mega einfach gemacht. Ich mache einen Drohnenshot, ich mache einen Rundlauf, One-Take, mit Inline-Skates und einer Steadicam. Und noch einen letzten Drohnenshot, wo ich irgendwie wegfliege, noch ein bisschen die Umgebung zeigen, wo es ist, weil teilweise sind sie mega cool gelegen und so. Genau, dann mache ich eben so etwa 4 Parks. Und nachher im Laufe der nächsten Wochen schneide ich das, du es sogar schon uploaden, aber veröffentlichen, also auf Veröffentlichung stellen, das mache ich dann im Wochentakt. Das heisst, ich habe jeden Mittwoch einen Upload, habe aber meistens noch 4, 5 noch im Petto. Also ich bin auch jetzt mega hinten drin. Ich habe noch Film, also Parks gefilmt, wo noch Schnee drin liegt, oder? Die kommen dann halt irgendwann, oder? Aber sozusagen geht mir aktuell der Content nicht aus. Und dann gibt es halt eben noch den anderen Content, der geht ums Inlinen. Das heisst, wenn wir jetzt Contests haben, gehe ich zu diesen Contests, gehe filmen und mache dann auch ein sehr einfach geschnittenes Video darüber, was so abgegangen ist an diesen Videos an diesem Tag. Genau, schneide das relativ einfach, auch relativ zeitnah. Also ich probiere, wenn jetzt am Samstag der Contest war,
Ich arbeite dann am Sonntag, aber dann am Montagmorgen und Dienstagmorgen schneide ich meistens so ein bisschen. Und dann am Mittwoch mache ich eigentlich den Final Cut und dann geht es raus. Okay. Das heisst, meistens so vier, fünf Tage später ist dann der Edit quasi vom letzten Wochenende raus. Ja. Genau, also das ganze Inline, die ganze Inline-Geschichte ist sehr wichtig geworden. Zwischendurch habe ich auch noch Scooter-Content gemacht, aber ich habe mich jetzt wirklich, dieses Jahr habe ich mich wirklich dafür entschlossen, dass ich nur noch Inline-Content mache, plus die Parkviews, weil die sind für alle spannend, oder? Aber das ist eigentlich schon noch krass, wenn du mir sagst, eben, dass du unterwegs bist, einen Tag pro Woche, gehst Pelkab fahren, dann fahrst du vier Pelkab. Wie viele Pelk haben wir in der Schweiz? Ich habe noch etwa 60 oder noch mehr, nein, mehr als 60 habe ich auf der Liste, die ich noch machen muss. Okay. Und es gibt immer noch neue, jetzt ist gerade einer in Chur, sind es gerade einen am Bauen. Und man muss dazu noch sagen, ich mache auch noch Bump-Tracks, weiss nicht, ob du weißt, was das ist. Das sind so Wellen-Dinger. Die mache ich zum Beispiel auch noch, oder? Also, und dort, das sprüßt raus wie nichts, oder? Da komme ich gar nicht mehr nach mit Filmen, weil es gibt so viele, die jetzt neu gebaut werden. Und also der Content geht mir in den nächsten Jahren wirklich nicht aus, wenn ich ein Video pro Woche mache. Also, easy. Nicht, genau. Das tönt für mich nach Brutto. Total viel Arbeit. Also das ist wirklich ein grosser Zeitaufwand, den du da investierst. Steuert das Ganze auch irgendwann zu einem Teil von deinem Einkommen bei? Also du hast vorher gesagt, eben, bei Rolling Rock, das ist ein Herzensjob, oder? Verdienst zwar Geld, aber gibt dir das etwas? Oder was ist der Motivat? Also finanziell, ganz ehrlich, bringt es mir nichts. Also im 2018 jetzt, durch das, dass ich an Werbung schalten kann, oder? Ich habe recht viele Views zum Glück. Und gute Watchtime. Durch das durfte ich YouTube-Partner werden und durch das durfte ich Werbung schalten. Und mit dieser Werbung habe ich jetzt im 2018 pro Monat 10 Franken verdient. 10 Franken pro Monat. Das ist für viermal im Monat rausgegangen. Das also heißt 2,50 am Tag. Weder für Benzin, also schickt etwas langes. Okay. Also es ist wirklich auch ein Herzensprojekt. Eben, mir geht es auch darum, dass Kids, blöd gesagt, nicht auf der Straße rumhängen, sondern dass sie die Skateparks gehen. Oder? Also es ist wirklich ein Herzensjob. Bei den Indoor-Parks, die dann auch ein bisschen aufwendiger sind zum Filmen, dort frage ich mich schon, ob sie mir noch etwas zahlen können. Teilweise geben sie mir auch Gratis-Eintritt, die ich dann verlose auf meinem YouTube-Channel. So ein bisschen gewinnspielmässig machen und so. Ja. Aber sonst mit dem verdient sich in dem Sinn nichts. Und aktuell, wer schaut denn deine Videos? Wer ist deine Community, die du dir jetzt da aufbaust? Ich meine, du bist jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahre dran, glaubst du, oder? Wer genau. Ist deine Community? Also produktiv bin ich eigentlich seit 2017 dran. Das sind jetzt etwa 2 Jahre. Von der Community her sind es schon hauptsächlich Freestyler, die sich halt wirklich für die Skateparks interessieren. Und das andere sind halt jetzt wirklich die Inline-Skater, die sich für den Sport interessieren, hauptsächlich. Es können aber auch Ältere sein. Also ich höre auch immer wieder, durch das, dass ich im Sportcenter arbeite, erkennen mich auch gewisse Leute und dann fragen sie, hey, bist du nicht der und der? Und dann erzählen sie mir auch, eben, dass sie als Eltern geschaut haben, wo gibt es einen Park in der Nähe, und dann sind sie irgendwie auf meinen Channel gekommen. Oder? Also es sind auch durchaus ältere Leute, die für Kinder gehen schauen. Genau. Es ist so ein bisschen, aber schon hauptsächlich eben auf Freestyle-Geschichten fokussiert. Ja, ja, mega gut. Und wie siehst du jetzt in der Schweiz? Also du hast, soweit ich jetzt gesehen habe, tust du nicht viel reden in deinen Videos. Das ist meistens mit Musik und einfach eben visuell. Du kannst zuschauen, oder? Du hast die Perks, du hast die Contests. Aber selber reden oder irgendetwas präsentieren tust du, glaube ich, eher weniger, oder? Ja, sehr selten. Bei mir ist auch wirklich, es soll so nichts verfälschen. Es soll wirklich einfach zeigen, was bietet der Park. Ich gehe auch nicht putzen oder so. Wenn Fötzchen rumliegen, dann ist es so. Also es ist einfach sehr authentisch. Oder wenn ein Rail kaputt ist, dann stelle ich es nicht auf die Seite, dann stelle ich es dort. Liegt genau dort. Es ist einfach, es soll so sein und es soll jeder seine Meinung darüber bilden, wie es ist. Weil wenn ich als Inline-Skater jetzt würde an die Elemente herangehen und erzählen, was ich alles scheiße finde, kann es aber sein, dass es für einen anderen mega gut perfekt ist, oder? Ja. Deswegen möchte ich eigentlich dir nicht gross... eigentlich der Grundgedanken, oder? Also, dass du dann selber kannst als Betrachter entscheiden, okay, das ist etwas für mich oder nicht. Jetzt eine Frage, die mir gerade aufgepoppt ist, was machst du mit diesen Perchen, die du vor 2 Jahren gefilmt hast, wo allenfalls jetzt ein Refresh bekommen haben, kommst du das mit?
Ja, sehr viel schreiben dort Leute irgendein E-Mail oder so. Oder jetzt gerade aktuell viel auf Instagram schreiben mir, hey, der Park sieht nicht mehr so aus und so. Dann gehe ich je nachdem, wenn es jetzt ein mega kleiner Park ist und so, oder es irgendwie 2 Stunden weg ist, dann ist das schwierig, also das ist so wie ein bisschen, was dann halt auch allenfalls musst machen, ist irgendwie die Leute darauf hinweisen, dass unter Umständen... Ja, dann schreibe ich auch mit einem Kommentar, der abhängt ist oder so. Ja, genau. Oder dass er gar nicht mehr existiert. Ja, aber das kann ich mir dann schon vorstellen, dass du irgendwann overwhelmed bist oder in 5 Jahren, wenn du das jetzt noch 3 Jahre länger machst, dass dann eben die einen Perks so gut laufen, dass sie renoviert werden, oder? Und dann kommst du wirklich nicht mehr. Also ich habe ein paar Perks, die ich jetzt schon, glaube ich, 3 Mal... Beim einen bin ich jetzt... Ja, den habe ich jetzt zuerst gefilmt, der ist jetzt das 3. Mal habe ich den gefilmt, weil der einfach immer wieder anders aussieht. Okay. Und er ist noch bei mir in der Nähe, dann lohnt es sich. Man sieht es aber relativ gut, wenn ich in der Titelbeschreibung nicht nur den Parknamen anschreibe, sondern in Klammern als Jahr. Ja, dann weisst du eigentlich, okay, ich bin schon mal dort gewesen. Ja, so an dem erkennst du es eigentlich, ich bin schon mal dort gewesen. Genau. Selber habe ich ja auch einen YouTube-Channel, den habe ich schon seit Ewigkeiten mal gemacht, aber irgendwie nie wirklich mich darum gekümmert. Dann habe ich mal ein bisschen angefangen, vloggen und machen und tun. Und ich stelle fest, dass es in der Schweiz unglaublich schwierig ist, einen Kanal aufzubauen. Also ich habe, ich muss jetzt vielleicht sagen, nicht so der super spezifische Content wie du, aber ich glaube schon auch, dass ich das eine oder andere vielleicht noch jemandem mitnehmen kann und ein bisschen der Unterhaltung von der Schweiz beitragen kann. Aber was habe ich jetzt? Glaube ich, etwa 240 YouTube-Follower. Ja. Und auch die Watchtime ist jetzt nicht gerade so grossartig. Wie sieht das bei dir aus mit deinem super Nischen-Content? Ja. Also bei dir müsste eigentlich die Watchtime relativ gut sein, weil ja Podcasts so lang sind. Das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, als ich im 2017 mich entschlossen habe, das ein bisschen eben wirklich regelmäßig machen, also immer am Mittwoch upload und so weiter, da habe ich gedacht, also eben Regelmäßigkeit ist ja sicher wichtig und so. Und ich habe so eine Nische mit diesen Skateparks, ja, da mache ich sicher im ersten Jahr 2.000-3.000 Abonnenten, ihr Lucker, oder? Und jetzt bin ich 2 Jahre dran und jetzt habe ich 2.400 Abonnenten. Es ist brutal schwierig. Also selbst in dieser Szene, eben, wo ich mich selber drin befinde, wo ich selber Werbung mache, ich mache auch Flyers und so, ist es wirklich mega, mega schwierig. Ich glaube, auch YouTube an sich ist wirklich immer noch nicht so angekommen in der Schweiz jetzt bei den Leuten. Oder? Das siehst du auch durch das, dass fast niemand in der Schweiz Werbung schaltet. Oder? Also, wenn zum Beispiel, wenn ich ein Event mache, wo Amis kommen, wo Amis gehen anschauen, da habe ich plötzlich mega super Monate, wo ich viele Werbeeinnahmen habe. Oder? Also dieses Jahr habe ich es extrem gemerkt, weil ich am Anfang dieses Jahres habe ich vom Winterclash, das ist quasi wie eine Weltmeisterschaft, habe ich Videos gemacht. Ja. Und die sind voll durch die Decke durchgegangen. Ja. Und dort habe ich so viele Amerikaner und von anderen Ländern Videos, also Views bekommen, wo halt wirklich Werbung geschaltet worden ist. Und bei mir in der Schweiz, ja, eben kaum jemand macht Werbung auf YouTube. Ja, da merkst du einfach eben, die Schweiz ist noch nicht so weit. Auch mit den Likes und Comments. Hey, ich habe, keine Ahnung, bei meinem Video habe ich irgendwie 30'000 Views und vielleicht 12 Likes und einen Kommentar. Also weißt du, es ist kein Verhältnis. Also der Schweizer ist in dem Fall mehr ein Konsument als ein Community-Mensch. Oder das sehe ich auch anhand von den Zahlen, oder? Ja. Also ich habe aktuell 630'000 Views insgesamt, oder? Also es ist ja nicht nichts. Ja, das ist nicht nichts, oder? Nein. Jetzt im 2019 habe ich im Durchschnitt 22'000 einzelne Nutzer, die meine Videos anschauen. Pro Monat. Okay. Aber ich habe niemanden, der kommentiert oder likes. Sie konsumieren. Oder? Ja. Aber ist das denn auch das Ziel, wenn du irgendwie, bei einem Parkvideo kann ich mir vorstellen, dass es eigentlich mehr ein Informieren ist? Absolut, oder? Ja. Also aber ich würde mich halt gleich darüber freuen. Oder, oder dass auch einer von mir so etwas Negatives schreibt. Dass er halt schreibt, hey, für mich als Skateboarder, was will ich in diesem Park? Das sind die Elemente viel zu gross. Oder ein BMXler sagt, hey, ich kann in diesem Park darf ich gar nicht fahren, zum Beispiel. Oder? Da kommen immer die Anwohner oder was auch immer. Oder? Also so ein bisschen Interaktionen mit der Community hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Oder? Aber das ist im Fall, ein Trend, der auf vielen Social-Media-Plattformen aktuell ein bisschen vorangeht. Ich merke das vor allem bei Instagram. Die Menschen sind like- und kommentarfaul geworden. Also es passiert nicht mehr so viel.
viel. Ja. Oder? Also wir haben nicht mehr so viel Engagement, wie man das so schön auf Englisch sagt. Also ich glaube, das ist im Allgemeinen eben sicherlich ein Schweizer Problem, weil wir sind viel nicht so mitteilungsbedürftig. Ja. Aber halt eben auch die ganze Like- und Kommentarfaulheit, die da ein bisschen durchdruckt. Jetzt, ich denke, durch diesen Channel hast du noch ein neues Projekt gestartet, anfangs dieses Jahr. Erzähl mal ein bisschen mehr, was ist das denn? Genau, ja. Also, als ich ja eben den ganzen Channel aufgebaut habe, habe ich immer so ein bisschen umgeschaut, was gibt es noch für andere Schweizer YouTuber, die auch schweizerdeutschen Content machen. Weil ab und zu mache ich gleich noch etwas mit Reden und so. Und dann mache ich es immer schweizerdeutsch, oder? Nee. Weil das ist eigentlich meine Community hier in der Schweiz hauptsächlich. Deswegen mache ich es schweizerdeutsch. Und dann habe ich einfach so ein bisschen umrecherchiert, ob es irgendein Verzeichnis gibt oder... Und das Problem ist so ein bisschen, die ganz grosse, ist in der Schweiz ein bisschen übertrieben gesagt, aber die grosse in der Schweiz halt, die verlinken sich immer halt gegenseitig. Das heisst, jetzt als Beispiel gehst auf dem Mark Galaxy seine YouTube-Seite und dann klickst du in den Tab Channels. Und dann siehst du wahrscheinlich den Maria Finger, den Totoro, was weiß ich. Es sind immer die gleichen vier. Dann gehst du auf einen von diesen Channels und siehst auch die vier. Es sind einfach immer so. Ja, es sind einfach immer die gleichen gewesen. Und ich habe mich immer gefragt, gibt es nicht mehr? Ja. Oder? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe immer mehr und mehr und mehr gefunden. Und dann habe ich gefunden, ich schreibe diesen Leuten mal, ob wir uns gegenseitig bei diesen Channel-Seiten verlinken können. Nee. Hat mir aber keiner geantwortet, keiner wollte mitmachen. Und dann habe ich gefunden, gut, mache ich etwas ganz anderes. Ich mache eine Webseite, liste die alle und dann lese ich aber durch die YouTube-API, lese ich dann gerade noch, wie viele Besucher haben es gehabt, einfach ein paar Informationen, dass man quasi so ein Tabellenli hat, wo man auch vergleichen kann. Und es kann natürlich auch für jemanden, der Werbung schalten will, interessant sein. Ja, ich will vielleicht ein bisschen grösseren YouTuber haben, der aber Schweizer ist und schweizerdeutschen Content macht. Genau. Und so habe ich eben die Idee gehabt von dieser Webseite, die heisst swisstubers.info. Und darauf kannst du jetzt eben alle Schweizer YouTuber, die mir bekannt sind, man kann mir es auch zuschicken, wenn jetzt jemand zuschaut und ein schweizerdeutscher YouTuber ist, kann es einschicken dort. Und so habe ich so ein kleines Portal aufgebaut, wo man halt eben die Leute findet, wo man eben ein bisschen vergleichen kann, wer ist jetzt wie weit. Und ja, auch immer der neueste Video, du siehst immer den neuesten Upload mit Datum, wann hat das letzte Mal etwas gemacht. Ja, vielleicht tue ich dann das auch noch ein bisschen erweitern mit Statistiken und so, es ist jetzt noch ein bisschen. Aber ja, mal schauen, wo es hinführt. Also aktuell sind es 277 Schweizer Kanäle, die ich gefunden habe. Okay. Ja, genau. Ich bin gespannt, ob wir die Zahlen noch ein bisschen hochbringen. Also wenn ihr mal schauen und den Channel, den ihr im Kopf habt, nicht findet, dann ist der Martin sicher froh, wenn ihr die dann ihm übermittelt, dass man die noch dazufügen kann. Oder wenn ihr selber einen Kanal habt, den ihr nicht findet auf dieser Liste, dann tut doch den gerade selber geschwind übermitteln, weil das ist sicher noch cool. Weil ich habe mich auch entschieden, meinen Inhalt in der Schweiz für die Schweiz zu produzieren. Ja, genau. Meine Zielgruppe bewegt sich da, weil ich bin jetzt halt mal wirklich in der Deutschschweiz unterwegs. Sei es als Fotograf, als Content Creator oder in meiner Rolle als Influencer Marketing Berater und Agenturinhaber. Ich bin eigentlich immer in der Deutschschweiz unterwegs. Und das ist schon noch recht cool. Ich finde es selber auch spannend. Man vernetzt sich so auch. Oder? Also ja, man kommt in Kontakt. Oder wie auch über den Podcast zum Beispiel. Ich habe einfach so viel Kontakt und das ist mega schön. Also darum, merci vielmals für den Aufwand, den du dort betreibst. Ich finde das wirklich cool. Das Spiel ist jetzt mal Pop gemacht und da bist du bei mir auf der Bildfläche erschienen. Genau mit dem Projekt. Und ich bin eben gespannt, in welche Richtung das es noch geht. Weil ich sehe dort eben viel mehr Potenzial, dass du jetzt halt einfach mit dem Kern Schweizerdeutsch anfängst, aber dann unter Umständen vielleicht eben gleich jeden Schweizer Channel reinnimmst, der dann halt auch anderssprachig ist, dass du vielleicht noch nach Sprache kannst sortieren. Ja, wobei ich jetzt schon muss sagen, für das gibt es auch Social Blade oder so. Ja, da genau, kannst du das auch schauen, aber es wird schon nicht so gepusht wie jetzt bei mir, ist schon klar. Aber die werden aber ja auch, die werden ja auch nicht, eben, wenn du schon sagst. Oder ich meine, Likeometer kennst du wahrscheinlich auch, ja, oder die genau, haben auch relativ schnell haben die, expandiert. Und dadurch sehe ich dann eben schon auch ein Potenzial, weil der Ben, der lebt jetzt von dem. Also der hat eigentlich auch aus einem Side-Project hat der dann etwas gemacht, wo vielleicht, keine Ahnung, schauen, wirklich, du Decki ist, oder? Genau. Du hast jetzt gesagt, du hast jetzt einen Herzensjob, aber eben das Side-Project macht dir immer noch Spass. Also du bist noch nicht ganz weg vom Programmieren, haben wir jetzt festgestellt.
Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, wie geht es weiter für dich? Also für mich ist, da gehe ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen tiefer, für mich ist irgendwie klar, dass in Zukunft wirklich viel, viel Jobs werden weggehen durch die Automatik. Das habe ich auch schon vor 10 Jahren predigt. Aber auf mich will ich nicht mehr schauen. Nein, ja, und durch das glaube ich einfach, werden Jobs, wie jetzt eben ein Content Creator, immer, immer wichtiger. Etwas, wo halt eben eine Maschine nicht kann ersetzen kann. Etwas Kreatives. Und durch das habe ich jetzt das Gefühl, das, was ich jetzt am Aufbauen bin, so als Side-Projekt, mit den YouTube-Videos kreieren, mit Inhalt machen und einfach, ja, einfach wirklich die, ich sage wirklich den Überbegriff Content Creation, das ist für mich so ein Zukunftsjob, absolut. Also eben da geht es auch um Postings für Social Media Sachen, das ist so ein Zukunftsjob für mich. Und ja, der ist jetzt aktuell noch sehr klein bei dem, was ich mache, aber den möchte ich eigentlich schon erweitern und da sehe ich so meine Zukunft eigentlich, dass es dann schon mit dem Sport zu tun hat und so, aber einfach noch ein bisschen mehr auch in Social Media läuft und wirklich ist Content Creation. Genau, ja, so dort sehe ich so meine Zukunft. Ich glaube nicht, dass ich eben 1:1 zurück in die Informatik wieder gehe programmieren oder so, sehe ich gar nicht. Es ist ja so, dass ich immer für KMUs geschafft haben. Sehr viel haben wir einfach für kleine für kleine Webseiten oder für kleine Firmen kleine Webseiten gebaut. Ja, ja. Und heutzutage nimmst du irgendein, keine Ahnung, 5 Franken Abo bei irgendeinem Hersteller und klickst deine Webseite zusammen. Und es passt ja den Leuten sogar noch, oder? Also wieso solltest du etwas eigenprogrammiertes Custom zusammenbauen lassen von jemandem für 10'000 Stutz, oder? Deswegen sehe ich dort jetzt meine Zukunft auch nicht mehr so. Und wirklich mehr in der Content Creation. Ja, wir sind ja da jetzt auch im Content Creation Space, oder? Genau. Ja. Beim Spacecast. Ich sehe dort auch eine grosse Zukunft. Das ist auch auf das Pferd, das ich setze. Ja. Also von dem her liest es wahrscheinlich nicht ganz falsch, wenn ein zweiter da im Raum hockt, der eine ähnliche Meinung hat. Seit du bei Rolling Rock bist und die Sportpark-Video machst, was war dein bester Moment, gewesen, wenn du jetzt so zurückdenkst? Mein bester Moment? Ich denke, jetzt bezogen auf den Job, ist es eigentlich das Feedback, das ich wirklich nach den Kursen bekomme. Also es gibt Leute, oder ich sage jetzt mal, es gibt Kinder, oder, die können kaum draufstehen. Die Eltern bringen sie dort hin, dann kommen sie zu mir in den Kurs. Und zum Beispiel im Ferienkurs, der ist 3 Tage, je eine Stunde. Und am 3. Tag kann das Kind rückwärts fahren. Und du siehst einfach die Freude, oder, an diesen Kindern, wo sie jetzt plötzlich an diesem Sport, wo vorher nichts rum war, einfach entwickelt haben. Und dann kommst du halt von den Eltern auch gerne mal ein wirklich schönes Feedback über und so. Und das sind, glaube ich, so die schönsten Momente bei mir. Und das kommt zum Glück relativ viel vor, wirklich, dass die Eltern dann kommen, es war mega lässiger Kurs, gibt es wieder einen Folgekurs und so, wir würden wirklich gerne nochmal kommen. Das größte Kompliment, so, das ist mega schön, ja, genau. Jetzt, das ist halt arbeitstechnisch, wobei es ist auch ein bisschen privat, aber das ist wirklich das etwas, das sage ich ja bei Rolling Rock und bei den Skatepark-Videos. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig toller Punkt, weil ich bin selber auch Informatiker gewesen und habe dort nie so ein schönes Kompliment bekommen in den 16 Jahren, wo ich Informatik gemacht habe. Auch wenn du eben etwas früher wie geplant fertig hast und so, hast du vielleicht mal das Danken bekommen. Genau. Und das andere beim Channel, dort ist sicher, und das geht auch wieder, so in Reale über. Dort hatte ich ein ganz lässiges Erlebnis gehabt. Ich war auch an einer Abendschicht am Arbeiten gewesen. Die geht immer bis um 10 Uhr. Und dann sind so ein paar deutsche Jungs vorbeigekommen. Sie waren dort auch am Inliner sogar. Es waren keine Skateboarder gewesen. Und dann bin ich mit denen ins Gespräch gekommen. Und nachher haben die mir so erzählt gehabt, ja, eben, sie sind hier in der Schweiz auf einer Tour eine Woche lang und sie haben hier auf YouTube so diverse Videos angeschaut mit den Skateparks und so. Und ich so, okay, also
kannst du mir irgendeinen Park sagen, den wir angeschaut haben? Ja, der und der. Dann dachte ich so, das war im Fall mein Video. Und dann so, nein, wirklich, ey, wir haben eine Playlist erstellt, ja, wo wir die Videos rein da haben. Ja. Und dann haben wir im WhatsApp-Chat haben wir abgestimmt, weißt, welche Parks das wir anschauen und so. Und sie haben eigentlich die ganze Tour geplant mit diesen Park-Videos, die ich gemacht habe. Okay. Also Hammer, oder? Genau. Und das ist zum Beispiel auch ein Highlight, sicher, das ich jetzt erleben in den letzten 2 Jahren. Ja. Schön. Das ist mega. Und da gibt es sogar noch eine Story, die sind von Hamburg gewesen. Und irgendwann bin ich noch nach Hamburg gegangen, per Zufall, auch für eine Woche. Mhm. Und dann habe ich gemeint, von denen habe ich geschrieben gehabt. Und dann hat man sich noch dort getroffen und so. Und ich habe, glaube ich, gerade das Handgelenk gebrochen gehabt, darum konnte ich nicht skaten. Oder irgendetwas war schon mal kaputt gewesen. Sonst wären wir noch zusammen skaten. Aber das ist auch so, das ist eine mega familiäre Szene. Und, schön. Das ist mega lässig. Cool. Und jetzt, wenn du das so anschaust, Social Media im Allgemeinen, was ist das für dich? Ist das ein Fluch oder ein Segen? Ja, wie wahrscheinlich schon viel vorher gesagt haben, ist es ein bisschen beides. Also, ich finde zum Beispiel für sehr, sehr junge Leute finde ich es extrem gefährlich. Und zwar aus dem Grund des Vergleichen. Es ist ja, wie wir alle wissen, immer so ein bisschen die schöne, heile Welt. Also selbst ich mache meistens, tue ich ja auch Videos reinstellen, wo Tricks funktionieren. Und nicht Tricks, wie man dreimal wirklich voll fressig geht oder so. Oder? Also sehr wenig mache ich so Edits. Und ich finde, das finde ich wirklich so ein bisschen ein gefährlicher, ja, eine gefährliche Entwicklung, oder? Teilweise halt auch mit diesen Modelbildern, weißt, alles ausgeleuchtet, kein Pickel, nichts, oder? Und einfach so die extrem heile Welt vorspielen. Und dann halt eben die Problematik, dass man halt den Vergleich will. Oder gerade als Kind ist es schon relativ schwierig, dann abzuschätzen, ist jetzt das real? Ja, einfach, das finde ich so ein bisschen, ja, der schlimme Teil von dem, dass halt auch die Kids immer mehr am Handy hängen. Also das sehe ich auch im Sportzentrum. Dann sind sie vielleicht eine halbe Stunde gefahren und nachher sitzen sie neben draussen und sind wahrscheinlich 3/4 Stunde am Handy. Ja, das ist schon so, also ja, ist so eine Entwicklung, die ich nicht so lässig finde. Obwohl ich mich ja selber auch immer wieder, ja, finde in dieser Position, dass ich da am Feeds durchscrollen bin. Es ist ja wie ein bisschen ein Sucht. Also ist dann eben auch ein Fluch. Genau, aber also das ist sicher also so ein es verbindet Menschen, so wie du gesagt hast. Also du hast schöne Momente gehabt. Genau, ja. Aber es ist irgendwie wie ein Fluch. Oder? Ja. Ist so es ist wirklich ein bisschen beides. Ja. Okay. Eben, ich finde es gefährlich so ein bisschen in der Jugendzeit und so, gerade wo man sich ja noch am Entwickeln ist, wo man auch ja, wirklich sich am Entwickeln ist. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen die falschen Vorbilder. Oder, ja. Ja. Ja, das ist noch ein guter Input. Und welcher Kanal, Social-Media-Kanal, hat denn für dich jetzt die meiste Bedeutung und warum? Also für mich ganz klar der YouTube-Channel. Das ist eigentlich, wo ich meinen Fokus drauf setze. Mein Instagram-Channel oder ja, mein Instagram-Feed ist in dem Sinn mehr ein Anteasern von dem, was auf YouTube passiert. Also, wenn ich zum Beispiel ein Eventvideo mache, der geht, sagen wir mal, 9 Minuten lang, dann mache ich auf Instagram einen Teaser, der 59 Sekunden lang ist, wo vielleicht die besten Tricks passieren und dann am Schluss blende ich quasi den ganzen Film kannst du auf YouTube schauen. Also, eigentlich all meine Kanäle, wo ich irgendetwas publiziere, auch auf Twitter und so, wobei, dort mache ich auch nicht so viel, gehen eigentlich alle auf den YouTube-Channel. Das ist mein Fokus. Zentrum von all deinen Arbeiten. Dort habe ich ja zum Glück jetzt auch den Community-Tab bekommen. Ja. Das heisst, ich kann eigentlich das, was ich auf Instagram mache, könnte ich sogar auf YouTube selber noch machen. Okay. Ja, also mein Fokus ist definitiv auf YouTube. Das gibt mir auch am meisten zurück. Ich sehe auch immer wieder, zum Beispiel auf Facebook, dass Leute eine Session machen in irgendeinem Skatepark und dann fragen sie, hey, wer hat heute Zeit für dort und dort hingehen und dann tun sie sogar mein Video dann rein. Also einfach den YouTube-Link rein. Und durch das ja, ist das so mein Hauptfokus. Ja. Okay, cool. Und wenn du unseren Hörern jetzt etwas mitgeben würdest, irgendetwas, was wäre das?
Was sollte die Botschaft heute noch sein? Ja. Wenn du jetzt so ein bisschen überlegst. Ja, ich denke, wahrscheinlich hat das auch schon vor mir jemand gesagt, aber wirklich so ein bisschen, vielleicht auch mehr aufs Herz hören. Also bei mir jetzt auch, oder mit dem Job zum Beispiel, habe ich wirklich darauf gehört, was möchte ich jetzt machen mit meinem Leben. Das ist jetzt schon ein bisschen wieder sehr tiefgründig, aber okay. Für was wollte ich am Morgen wirklich aufstehen? Ja, ich möchte eigentlich mitgeben, ein bisschen mehr aufs Herz hören, auch wenn es cashmässig wirklich, keine Ahnung, zweimal weniger ist oder so, aber vielleicht gibt es dir halt wirklich viel mehr in dem, was du dann machst, ja, als wenn du eben nur aufs Geld schaust. Es ist nicht für jeden gleich einfach, ist mir klar. Oder ich habe jetzt auch keine Kinder oder so. Für mich war der Change mega easy gewesen, in einen anderen Kanton zu gehen und mein Leben quasi neu aufzubauen. Ist für mich easy gewesen. Ich habe wirklich fast keine Verpflichtungen gehabt. Das ist klar, dass es für jemand anderes sicher viel, viel schwieriger ist. Aber grundsätzlich, was du nachher hast, das zählt für mich. Und für mich ist klar, dass ich nicht mehr das ganze Leben lang am Rechner sitzen will. Auch wenn es jetzt natürlich mit YouTube auch wieder sehr viel am Rechner ist. Aber bist du ja gleich draußen und ja, meine Message ist schon wirklich mehr aufs Herz hören. So langweilig, wie es tönt. Das gehört schon überall. Aber wirklich, das war bei mir genau auch so gewesen. Ja, das möchte ich eigentlich gerne mitgeben. Ja. Okay. Mhm. Und jetzt noch ein Buch, das man lesen sollte, Musik oder ein Podcast, das man hören sollte, oder ein Video oder ein Film, das man unbedingt gesehen hat. Okay. Also, ich würde gerne einen Podcast, der auch wie du für YouTube stattfindet, aber auch zum Beispiel auf Spotify empfehlen. Der heisst «Scheitern für Anfänger». «Scheitern für Anfänger», genau. Das können wir gerne in den Shownotes verlinken. Dort geht es so ein bisschen darum, dass es ist eine junge Frau, die Leute vor die Kamera, respektive vor das Mikrofon bringt und eben auch ein bisschen über das Scheitern redet. Zum Beispiel letztens hat sie eine Folge mit dem Frank Thelen, ich weiß nicht, ob du den kennst, wo es halt eben darum geht, der ist super erfolgreich, hat x Firmen, bla bla bla, aber wo es eben um die Schattenseite geht, wo man ja auch ehrlich gesagt auch meistens am meisten lernt, oder? Also man muss zuerst ein bisschen einen Fehler machen oder ja, etwas geht schief, um dann entdecken, was will ich denn wirklich oder wie kann ich es richtig machen? Und das finde ich einen mega spannenden Podcast. Es gibt noch nicht so viele Folgen. Sie hat, glaube ich, 3500 Abonnenten. Das ist noch ein kleiner, also auf YouTube jetzt. Dort ist sie noch sehr klein. Ja, das wäre sicher eine Empfehlung. Dann eine andere, wenn du jetzt aus dem technischen Bereich kommst, wäre sicher Working Draft, heisst das. Dort geht es ich glaube, ursprünglich wirklich nur um so Frontend-Sachen gegangen. Nur um so CSS, dies, das. Und mittlerweile ist es aber auch um Tech-Sachen, also irgendwelche neue Spekulationen über ein neues iPhone. Oder. Ja, das ist mehr so Tech-Zeug. Aber ich finde es immer wieder lässig. Die haben auch wirklich, glaube ich, schon hunderte Folgen. Also das schaffst du, glaube ich, gar nicht mehr nachzuhören. Aber vielleicht zum Einsteigen ist das noch lässig. Dann YouTube-Channel würde sicher noch am Robin Rehmann seinen Channel empfehlen. Also neben dem, dass man eben auf swisstubers.info all gute Channels findet. Oder? Aber am Robin Rehmann seinen würde ich sicher gerne empfehlen. Da geht es auch ein bisschen um die Schattenseiten vom Leben. Er hat ja auch viel, also er zeigt dort viele Interviews mit Leuten, die keine Ahnung, Angststörung haben oder was auch immer. Es sind einfach ein bisschen tiefgründige Sachen, wie halt irgendeine Challenge mit wie viel Gurken kann ich jetzt essen oder was auch immer. Also, ja, das würde ich einfach gerne ans Herz legen. Eben auf SwissTubers.info findet ihr noch ganz viele andere, aber das ist sicher einer, der sehr zu empfehlen ist. Dann Video. Video wäre Erfolg von einer Serie auf Netflix. Die heisst Love, Death and Robots. Dort ist es so, dass jede Folge eine abschliessende Geschichte ist. Und jede Folge ist von einem anderen Director. Und es sind immer andere Leute, die jeweilige Folge gemacht haben. Und die eine Folge, die heisst Sima Blue, also mit Z geschrieben, Sima B
Blue. Und die, das tue ich jetzt vielleicht ein bisschen spoilern, ist jetzt das gut? Nein, ja, nicht gleich. Zu viel Spoiler. Einfach nicht mal, wir tun es gerne verlinken, ich tue den Netflix-Link rein. Es geht, man muss gleich schnell ein bisschen erzählen, es geht so um einen Roboter, dem seine Aufgabe ist, ein Pool zu putzen. Mhm. Und dem Sinne, oder es ist glaube ich eine, also der, wo der Roboter gehört, der tut den Roboter ein bisschen frisieren, dass er immer mehr kann. Mhm. Der kann dann auch plötzlich ganz viele andere Sachen. Und er nimmt eigentlich dann irgendwann so ein bisschen eine menschliche Form an und tut dann das Universum bereisen und macht ein riesen Kunstding und so weiter. Und Pointe ist so ein bisschen am Schluss, wo er eigentlich alles gesehen hat, tut er wieder alles ablecken und geht eigentlich wieder zurück zu seinem Ursprung, nämlich das, dass er Freude gehabt hat, die Sachen zu putzen in dem Pool. Also es ist so ein bisschen, ja, der Punkt ist so ein bisschen in einer einfachen Sache sich voll zu entfalten. Also ich muss nicht den kompliziertesten Job haben mit wo super bezahlt ist und so weiter. Vielleicht werde ich auch einfach glücklich in dem, dass ich etwas Einfaches mache, wo vielleicht auch ein anderer Double könnte machen, böse gesagt, oder? Aber halt eben in dem aufzugehen, also die schlichte Freude zu haben, eine Aufgabe gut zu erledigen. So auf das geht es so ein bisschen raus. Ja. Das wäre noch so eine Empfehlung. Cool. Und wenn, wenn unsere Hörer jetzt noch mehr möchten über dich erfahren als das, was sie jetzt schon gehört haben, wo darf ich sie anschicken? Online? Ja, ich denke schon, der YouTube-Channel, dort erfährst du schon am meisten. Wer jetzt ja, sonst noch ein bisschen Infos will, kann auf mein LinkedIn-Profil. Ich heiße überall gleich Martin Bommeli. Auf Instagram findet man auch ein paar Fotos, wobei eben, ich bin eigentlich nicht an vielen Orten mega im Vordergrund, ich selber als Person. Auch auf Instagram siehst du jetzt nicht so viele Fotos von mir selber. Es ist wirklich mehr immer die Sache so im Vordergrund, als eben meine Videos zum Beispiel. Cool. Ja, von dem her am liebsten auf den YouTube-Channel youtube.com/martinbommeli mit zwei M geschrieben. Wunderbar. Wenn ihr das nicht schafft, macht das wie ich, geht auf Google und geht einfach mal Martin Bommeli und ihr findet ganz viele Informationen. Martin, danke vielmals, hast du dir heute Zeit genommen, um vom Aargau auf Rapperswil zu kommen. Gerne. Schön bist du da gewesen, schön hast du ein bisschen geteilt, wie das Ganze funktioniert mit YouTube, mit dem Inlineskaten, mit deiner Passion fürs Video und merci. Danke auch fürs Dasein. Ja, dass ich auch da sein darf.